Heimisches Obst. Ein Genuss für das Auge und schmackhafte Vielfalt in einer intakten Natur. Ein natürlicher Rohstoff für die Herstellung ganz besonderer Gaumenfreuden. Seit alters her spielt dabei das Brennen, also die Herstellung von Obstbränden, eine besonders wohlschmeckende Rolle. Dieser Tradition und der wichtigen Arbeit des Brenners ist dieser Film gewidmet. Die Arbeit des Kleinbrenners geht weit über den eigentlichen Brennvorgang hinaus. Es gehört dazu die aktive Bestands- und Landschaftspflege, welche schon früh im Jahr mit dem Schnitt der Pflanzen beginnt. Wie in einem Zauberwald zeigt sich die heimische Landschaft zum Zeitpunkt der Obstblüte und entführt den Betrachter in eine Welt des neu beginnenden Lebens. Ohne die Arbeit der Obstbauern, Brenner und Imker wäre die Landschaft um so vieles ärmer und in weiten Landstrichen von ertragsoptimierter Monokultur bedroht, deren Resultat ein Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna bedeutet. Hier im Badischen wird dies in einer intakten Natur besonders deutlich. Die traditionelle Hochburg der berühmten Schwarzwälder Kirschen bietet weitaus mehr als nur diese Frucht. Sie bietet Vielfalt. Was hier im ersten Moment nach einer wenig sensiblen Ernte der Kirschen aussieht, ist in Wirklichkeit eine der schonendsten Erntemethoden. Das Rütteln am Baum entspricht der natürlichen Belastung durch die Elemente. Flächendeckend ausgelegte Zeltplanen fangen die Kirschen auf und ermöglichen gleichzeitig ein effizientes Aufsammeln und Einfüllen in die Erntegefäße. Hier ist noch immer viel Handarbeit gefragt, auch wenn die Säuberung von Blatt und Stiel zwischenzeitlich schon von dafür speziell entwickelten Zusatzgeräten vorgenommen wird. Die dabei anfallende Biomasse bleibt auf der Obstwiese als Düngung erhalten. Auf dem Hof wird die frische Ernte nun eingemeischt. Die saftigen und reifen Früchte werden dazu in einen Muser gegeben, zerkleinert und danach in die Maischegefäße geleitet. Hier setzt, je nach Reifegrad der Frucht, relativ schnell der notwendige Gärungsprozess ein. Mit der Reife des Obstes, wie hier am schönen Bodensee, mit seinen imposanten Aussichten und Sehenswürdigkeiten, zeigt sich einmal mehr, dass die Erntezeit sich nicht nur auf einen kurzen Jahresabschnitt bezieht. Für die Brenner ist es ein stetiger Wechsel zwischen Pflege der Bestände, Ernte und Einmeischen. Dabei bilden naturbelassene Streuobstwiesen ein besonders schönes Betätigungsfeld. Streuobstwiesen zählen zu den vielfältigsten und artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa. Hier sind über 5000 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen, also ein echtes Paradies, und entsprechend wertvoll sind diese Flächen für den Naturschutz. Diese Flächen und diese Streuobstbestände können allerdings nur weiter erhalten werden, wenn sie genutzt werden. Und neben dem Saftherstellen ist das Brennen von Streuobst die zweitwichtigste Nutzung. Damit sind die Brenner ein ganz wichtiger und aktiver Partner für den Naturschutz. Aber nicht nur Streuobstwiesen sind aktiver Naturschutz. Mit den Obstspalieren und den geschmacks- und nicht schönheitsoptimierten Beständen wird natürlicher Landbau betrieben, der das Einkommen aus der Landwirtschaft ergänzt und sichert. Aus fruchtigen Äpfeln entsteht auch hier Maische, welche unter kontrollierten Bedingungen auf ihre Weiterverarbeitung wartet. Und damit sind wir beim eigentlichen Brennvorgang angekommen. In den Maischebottich wird die vergorene Maische eingefüllt und das Gefäß druckfest verschlossen. Unter stetigem Rühren werden die alkoholhaltigen Früchte nun erhitzt. Der alkoholische Dampf steigt nun langsam in der Brennblase nach oben und wird über das Geistrohr in den Kühler geleitet. Hier kondensiert der geistreiche Dampf
und verwandelt sich so in einen feinen Edelbrand. Um die besonders hohe Reinheit und Bekömmlichkeit des Destillats sicherzustellen, wird der als erstes austretende, sogenannte Vorlauf, nicht für die Weiterverarbeitung verwendet, sondern getrennt entsorgt. Der Prozess unterliegt einer stetigen Überwachung, um mittels der Bestimmung des Alkoholgehalts den Beginn des Hauptlaufs festzustellen. Ab jetzt steht ein hochprozentiges Destillat zur Verfügung, welches der Lohn des Brenners für die vorangegangene, mehrmonatige Arbeit bedeutet und auf welches er mit seiner Erfahrung und Vorgehensweise maßgeblichen, geschmacklichen Einfluss genommen hat. Der jetzt noch anstehende letzte Schritt ist das Ausbringen der verbliebenen Brennschlempe. Dass auch diese wieder dem ökologischen Kreislauf zugeführt wird, versteht sich schon fast von selbst. Die schadstoff- und alkoholfreie Brennschlempe ist ein nährstoffreicher und gern verwendeter Naturdünger. Akribische Buchführung ist bei der Dokumentation für den Betrieb und auch für den Zoll angesagt, da bei der hohen Alkoholsteuer besonders strenge Vorschriften einzuhalten sind. Nun fehlt noch die Abfüllung. Fast jeder Brenner hat seine besonderen Flaschenformen und Verpackungsgrößen. Denn was so gut schmeckt, darf auch ruhig, zu Hause beim Kunden, dekorativ aussehen. Auch dabei ist in den Familienbetrieben viel Handarbeit angesagt. So entstehen Spezialitäten, die sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen und viele Geschmacksrichtungen umfassen. Die heimischen Klein- und Obstbrenner, Naturschützer, Obstbauer, Produzent, Direktvermarkter. Und heute noch wichtiger als in der Vergangenheit.